Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen das Batterieladegerät JMP Scan 120.0 vorstellen. Und wie der Name schon sagt, arbeitet dieses Ladegerät mit einem Ladestrom bis zu 120 Ampere. Wenn Sie zum Beispiel eine Diagnose durchführen wollen oder aber Steuergeräte flashen, sind Sie bei diesem Ladegerät genau richtig. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst einmal schauen wir uns die Bedienung an. Die ist wirklich einfach. Ich habe hier drei Tasten, bei denen ich zum Beispiel die Spannung, den Ladestrom oder die Funktion umschalten kann. Bei der Ladefunktion decken wir Batteriekapazitäten von 5 bis zu 1200 Amperestunden ab. Und wenn wir hier umschalten zum Flash-Vorgang, da können wir einen Ladestrom zugeben von 10, 30, 60 und sogar bis zu 120 Ampere. Das Scan 120.0 ist selbstverständlich auch Mikroprozessor gesteuert. Das bedeutet, die Batterie wird je nach Bedarf geladen und auch überprüft. Genauso kann ich natürlich auch tiefenentladene Batterien wieder zum Leben erwecken. Wenn wir bei modernen Fahrzeugen ein Software-Update oder eine Diagnose machen müssen, zieht das Fahrzeug natürlich viel Strom, immer mehr Verbraucher sind verbaut im Fahrzeug. Da müssen wir natürlich die Batterie unterstützen und ich möchte Ihnen anhand eines Beispiels mal demonstrieren, wie viel Strom das ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Diagnose die Zündung einschalten, gucken wir uns mal an, wie viel Strom das Fahrzeug zieht. Jetzt, wenn die Zündung noch nicht eingeschaltet ist, haben wir hier ca. 12, 13 Ampere. Und wenn wir jetzt die Zündung einschalten, sehen wir schon, dass wir hier ca. 30 Ampere Strom verbrauchen. Da müssen wir natürlich ein Ladegerät haben, was das Ganze unterstützt. Beim Steuergeräteflashen ist es so, dass manchmal alle Steuergeräte gleichzeitig abgedatet werden. Wenn wir uns das hier mal anschauen, haben wir 80 Ampere, die aus der Batterie rausgezogen werden. Und das Ladegerät gibt hier nun 100 Ampere Ladestrom zu. Das heißt, mit 20 Ampere laden wir sogar noch die Batterie auf. Jetzt konnte man mal sehr schön sehen, dass dieses Fahrzeug in unserem Fall einen Ladestrom beim Steuergeräteflashen von über 100 Ampere benötigt hat. Jetzt höre ich immer wieder, ja, wann flashe ich denn mal Steuergeräte? Man muss dazu sagen, bei der normalen Diagnose, wenn ich die Zündung einschalte, kann es möglich sein, dass so ein Fahrzeug auch 50 bis 60 Ampere Ladestrom benötigt. Und sind wir doch mal ehrlich, das machen wir tagtäglich. Wenn Sie sich im Markt mal umschauen, werden Sie in dieser Kategorie mit diesem Preis-Leistungs-Verhältnis kein vergleichbares Gerät finden. Und wir von Mattis sind so überzeugt, dass wir sogar 5 Jahre Garantie auf das Gerät geben. Wenn auch Sie bei der Diagnose oder beim Steuergeräteflashen ein zukunftssicheres und verlässliches Batterieladegerät benötigen, sind Sie beim JMP Scan 120.0 genau richtig. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Laden!